Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim und ich habe keine guten Neuigkeiten. Also es ist so, ich habe jetzt mal recherchiert und das heißt, wir sind auch nicht zu so dumm, beziehungsweise ich natürlich nicht, aber ihr natürlich auch nicht. Ihr wusstet es wahrscheinlich schon, aber ich habe jetzt nicht, das hier produziere gerade vor für meinen Urlaub, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie eure Antworten auf das Video waren oder ob ihr das in die Kommentare geschrieben habt, aber das ist tatsächlich Teil einer Quest und ohne die Quest kann man da anscheinend nicht reinkommen, denn man braucht eine besondere Waffe, weil das ist ja Iskramors Grab und das ist ein besonderer Held gewesen und, wow, makelloser Granatstein, und der hat halt eine besondere Waffe und ohne diese Waffe öffnet sich das Grab quasi nicht, was ja irgendwie auch Sinn ergibt. Problem ist halt nur, dass wir ein Vampir sind und wenn ihr euch zurückerinnert, die Gefährten sind Werwölfe und Vampire und Werwölfe sind ja in Skyrim oder gut eigentlich überall, wo es jemals Vampire und Werwölfe gab, krass verfeindet, Feinde bis aufs Blut und das wiederum heißt, wir können sie zwar ausprobieren, wir können jetzt nach Weißlauf gehen, aber ich bezweifle irgendwie, dass da was geht, weil wir haben uns ja quasi damals, ah ne, wir sind ja damals zum Werwolf geworden, genau. Aber dadurch, dass uns Harkon dann aufgenommen hat, sind wir ja zum Vampir geworden und haben unser Wolfsblut verloren. Genau. Und wir haben wieder diesen komischen Bug. Den hatte ich echt erst einmal. Jetzt heute ist das zweite Mal. Ich hoffe, der geht jetzt einfach weg, sonst muss ich dann das Spiel neu starten. Der ist echt eklig. Oh, ach du Scheiße, das geht ja fast gar nicht. Ich habe hier einige gute Oh Gott. Na, das ist auch nicht richtig, wo wir hier sind. Das ist in der oberen Hälfte der Stadt. Oh Gott. Wow. Das ist AIDS. Aber das ist immer nur in Weißlauf. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwo rein und schaue, ob es dann weggeht. Okay. Funktioniert natürlich nicht. So, wartet mal. Puh. Das ist kein schöner Grafikbug. Okay. Na, ist tatsächlich nicht weg. Schade, dann müssen wir echt das Spiel neu laden. Bis gleich. So, Versuch Nummer 2. Gucken wir mal. Aber sie haben uns nicht direkt angegriffen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Habt ihr die Initiative gegen die Silberne Hand ergriffen? Ich wünschte, ich könnte euch begleiten. Wird nicht mehr lange dauern. Ach, habe ich noch eine offene Quest von denen? Das könnte natürlich auch sein, aber ich habe es mir eigentlich angeschaut. Ich hatte eigentlich keine. Wir haben keine Quest mehr von denen. Nächsten Mal. Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft. Was ist unser erstes Ziel? Ich habe Gerüchte über Aktivitäten der Silbernen Hand gehört. Eine Gruppe von ihnen hat sich in Rift verschanzt. Beeilt euch. Ein Stich ins Herz. Okay, obwohl wir ein Vampir sind, können wir jetzt tatsächlich hier weitermachen. Aber das ist gut, weil das schließt nämlich diese andere Quest mit Iskramors Grab, die schließt dann die Quest mit den silbernen Hand, mit der silbernen Hand an. Also, das ist sehr gut. So. Ah, ein Stich ins Herz. Rift, ich kenne nur Rifton. Wow, okay, das ist ganz schön weit weg. Achso, nein, ach, Schwachsinn, entfernen. Stelle von Rifton, ja. Gut. Ja. Dann machen wir das so. Aber finde ich auch interessant tatsächlich, weil sonst ist es eigentlich so, obwohl Sachen manchmal Teil einer Quest sind, kann man sie auch davor schon machen. Ja? Und wenn sie dann Teil einer Quest sind und man diese Quest annimmt, dann kann man es manchmal bei so kleineren Dungeons oder sowas wie Banditenanführer töten oder sowas, kann man es oft auch mal nochmal machen sozusagen, obwohl man es schon inoffiziell ohne Quest gemacht hat. Aber ich denke mal, bei den richtigen Hauptquests oder bei den größeren Quests geht das offensichtlich nicht, weil du kannst der Iskramors Grab da nicht zweimal betreten. Und vor allem, du kannst es halt nur mit dieser Axt betreten und wenn du die Quest nicht machst, hast du diese Axt nicht. Und ja, das ergibt schon Sinn so, weil es wäre Schwachsinn, wenn es anders wäre, weil stell dir mal vor, ihr macht es vorher, räumt das ganze Grab leer, dann kommt ihr mit der Quest, mit den Leuten von der Quest hin und dann ist quasi alles schon gemacht, wie schon mal dort war. Es wäre Schwachsinn. Also das finde ich ganz gut, dass es eigentlich so ist. Ist halt nur blöd, wenn man dann halt nicht automatisch weiß, von welcher Quest das sein soll, weil Sniper Arix hat es ja vor ein paar Folgen gesagt. Gut, das ist jetzt schon, glaube ich, ein bisschen länger her.
Aber es gibt irgendwie über 1800 Quests und nicht mal das, also es gibt wahrscheinlich nochmal weitaus mehr. Aber auf jeden Fall gibt es 1800 Quests plus. Und 1800 Quests, ich meine, das kann ja dann gefühlt jede sein. Also das weiß ja kein Mensch, was dann für eine Quest da gemeint ist quasi. Und dementsprechend schwierig ist das dann natürlich. Was ist denn da vorne? Ist da gerade was runtergefallen? What the fuck? Das herauszufinden, ohne dass man halt nachschaut. Ja, aber ich sag mal, es ist ja kein Verbrechen, im Internet nachzuschauen. Ich mach's zwar wirklich sehr ungern bei Singleplayer-Let's Plays. Aber ich sag mal, bei Skyrim ist es vielleicht auch ein bisschen was anderes, weil ganz ehrlich, wie schon gesagt, 1800 Quests. Also ich glaube, da kann keiner erwarten, dass man das alles auswendig kennt. Und wenn man halt einfach jetzt zum Beispiel so ein Problem hat, wo man wirklich niemals auf die Lösung kommen würde, dann finde ich das irgendwie absolut nicht schlimm. Ja. Aber erstmal natürlich immer selber probieren, das ist absolut klar. Weil ich habe letztes Mal wirklich den Kopf zerbrochen, wie das gehen könnte und bin einfach auf keine Möglichkeit gekommen. Gott, ich bin so ein Tierschänder. Na gut, okay, ich schände sie nicht, ich töte sie nur. Vielleicht, ich bin einfach nur Jäger, genau. Ich loote sie zwar nicht mal, aber ich bin Jäger. So. Sehr abgelegenes Stück Erde hier. Auf jeden Fall. Ah, verdammt, sie haben mich schon gesehen. Die werden jetzt auch überrascht sein, dass die silberne Hand von einem Vampir angegriffen wird. Wobei die, glaube ich, also ich denke jetzt nicht, dass die auf silberne, auf Vampire gut zu sprechen sind. Bezweifle ich jetzt irgendwie mal. Aber nur weil du Jagd auf das eine machst, heißt das ja nicht, dass du das andere nicht auch hassen kannst. Also von dem her. Jo. So. Ja, wobei gegen Untote macht das sogar Zusatzschaden. Weil es ja eigentlich Schwachsinn ist dann, ne? Weil Werwölfe sind ja eigentlich keine Untoten. Stimmt, eigentlich ergibt das überhaupt keinen Sinn. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Leute, es ergibt eigentlich wirklich keinen Sinn. Töte den Anführer der silbernen Hand des Dinges direkt hier? Really? Ich dachte, das wäre zumindest eine kleinere, größere Höhle. Okay, ich darf keinen Lärm machen. Da sind hier gar keine Wachen? Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Holy shit, die Armbrust ist so OP. Der Anführer der silbernen Hand wird von 4 Leuten bewacht. Okay, das ist ziemlich erbärmlich. Ja, mein Freund. Das ist die Armbrust des Todes. Du hast sie gerade zu spüren bekommen. Aber okay, ich bin maßlos enttäuscht, also. Ich weiß jetzt nicht, was ihr erwartet habt, aber ich habe was ganz anderes erwartet. Okay, er hat noch eine nice Waffe gedroppt. Scheiße, wir haben noch 9 Platz. Na gut, ist aber auch nichts Wertvolles mehr hier. Ja, das ist jetzt wirklich ernüchternd, kann man sagen. Also das ist ja wirklich von vier Leuten wurde der bewacht. Von 4. Ein Anführer von, ich meine gut, die silberne Hand ist jetzt nicht so riesig wie jetzt zum Beispiel die Dämmerwacht. Ich meine, das ist klar. Man muss ja nur mal das Versteck anschauen. Ich meine, das kannst du nicht wirklich mit der Dämmerwacht-Festung vergleichen. Aber die hatten ja trotzdem ziemlich viele Leute, weil sonst wären die ja nicht wirklich so ein Problem gewesen von den Gefährten, und dafür ist das schon ziemlich erbärmlich. Also zumindest 10 oder 15 Leute hätte man jetzt schon erwarten können, aber 4 plus Anführer, das ist ja wirklich nichts. Aber gut, wenn wir davor schon gegen sie kämpfen, vielleicht hatten sie jetzt keine Leute mehr oder hatten die irgendwo hingeschickt, whatever. Habt ihr etwa vor, alles niederzubrennen? Verdammter Dummkopf! Ja, hatte ich vor. Woher weißt du das? Ich bin Brandstifter von Beruf. Und da! So.
Aber das ging schnell. Das hätte ich jetzt schon erwartet, dass es zumindest 10 Minuten dauert oder so. Das ging sehr, sehr schnell. Habt ihr die Ich habe Initiative mich um gegen die die Gruppe silberne der Hand Silbernen. ergriffen? Ja. Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Nein, Moment, was? Ich will sie gleich als nächstes. Oh, Moment, was? Was ist jetzt los? Also gut. Ich hoffe, dass die Jagd gut läuft, Bruder. Diese Feiglinge machen sich schon in die Hosen. Was ist das nächste Ziel? Die silberne Hand durchkämmt die Welt nach weiteren Stücken von Wutrat. Eine Gruppe versteckt sich in Ostmarsch. Holt es zurück. Zum Ruhm von uns allen. Was soll ich zurückholen? Egal. Ja, wir müssen jetzt fürchte ich da einfach so lange questen, bis wir die Quest bekommen mit dem Weg des Grammaus Grab. So blöd das jetzt auch klingt, aber das sind ja eh nur so Mini-Quests. Da kann man ja pro Folge bei uns, kann man da sehr easy zwei, drei Quests schaffen. Also das, denke ich mal, dürfte nicht so lange dauern. Nicht so lange wie die Vampir-Quest, die war wirklich, die war gigantisch groß. Also ich meine, ich habe es wirklich genossen, weil da viele interessante Sachen dabei waren. Aber ich muss auch zugeben, es war dann auf Dauer doch ein bisschen zu lang. Weil es ja gar nicht mehr aufgehört hat. Tatsächlich, so sehen Schreine auf der Karte aus. Das ist das Symbol von Schreinen. Frage ich mich nur wirklich, warum wir noch nie einen entdeckt haben. Das ist echt krass. Dass wir noch gar keinen entdeckt haben, ist echt heftig. Oh ja, da ist ein Drache. Hoffentlich sieht er uns nicht. Oh nein, der kommt genau in unsere Richtung. Come on, gib uns irgendwas Makelloses. Eisenerz ist natürlich auch nicht schlecht. Nur so ein makelloser Granatstein. Zwinker, zwinker. Schade. Ich hatte gerade das Gefühl, dass da jemand stehen würde und tatsächlich, da steht ein Skelett. Hey, hier waren wir schon mal, oder? Also ich meine, klar waren wir hier schon mal, aber das Skelett hier haben wir auch schon mal getötet. Tatsache, ja. Aber hier liegt noch ein Geldbeutel. Den ich damals entweder nicht mitgenommen habe, oder... der wieder aufgetaucht ist. Goldene Halskette, sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Schöner Nebenbei-Loot. Und zum Glück hat uns der Drache nicht gesehen. Oh oh. Vielleicht sollte ich mich nicht zu früh freuen. Schleichen verbessert auf 39. Sehr gut. Ach Mist, ich hätte mein Inventar leeren sollen. Wir sind bei 351 von 355. Aber egal, ich glaube jetzt nicht, dass es so viel Loot gibt. Oder machen müssen wir es nach der Quest auf jeden Fall machen. Aber da wir eh nur zu einem Schrein gehen, dürfte das eigentlich nicht so ein großes Problem sein. Da dürfte es jetzt nicht die Welt an Loot geben. Da oben steht jemand. Hier soll die silberne Hand sein. Das ist wahrscheinlich der Schrein der, weiß nicht, irgendeiner oh mein Gott, Schrein von Azura? Oh, Boys and Girls. Ja, Moment mal, hier ist doch gar niemand. Doch. Aranea Lenev. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Was ist das für ein Ort? Wo ist Azura? Die Dunmeer erbauten diesen Schrein. Unser Land versank unter Feuer und Schwefel, doch Azuras Prophezeiungen führten uns in Sicherheit. Sie ist eine Daedra, ein mächtiges Wesen, das von jenseits der Welt der Sterblichen auf uns herabschaut. Sie hat euch zu ihrem Champion auserkoren. Ich bin auch schon der Champion vom Elendsschlund, aber gut. Gut, was braucht Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig.
Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Frag dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Okay. Aber was hat das jetzt mit der silbernen Hand zu tun gehabt? Moment, habe ich die falsche Quest ausgewählt? Kann das sein? Ich habe nämlich irgendwie gerade das Gefühl, dass ich das getan habe. Ah, tatsächlich, ich hatte die falsche Quest ausgewählt. Ja, ups, hoppala. Aber nicht schlimm. Genau, Wutrad ist die Axt, die wir brauchen. Genau, das ist unsere Quest. Keine Ahnung, hey, wie habe ich das jetzt falsch gemacht? Also ich habe mich jetzt legit gewundert, warum hier niemand von der silbernen Hand war. Huh. Sorry, Leute, mein Fehler. Das war jetzt wirklich nicht mit Absicht. Aber würde ich tatsächlich sagen, gehen wir noch ganz schnell trotzdem, ganz, ganz schnell, so leid es mir tut, noch verkaufen. Weil allein dieser Eisenstreitkolben, der hat schon wieder 13 Gewicht und der ist ja nur 185 so wert, also beim Händler nur 80 oder so. Da verkaufen wir schnell dem Gemischtwarenhändler das Zeug. Das passt dann schon. Dauert ja nicht lange. Gemischtwarenhändler sind übrigens meine Lieblingshändler, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Weil die kaufen halt ein bisschen was von allem, ja. Das ist immer das Beste und die haben auch fast immer das meiste Geld. Weil die haben auch manchmal einfach 1000, gut jetzt hat er 750. Aber die Magier an den Höfen und manchmal auch andere Händler haben teilweise auch mal nur 400 Gold. Oder solche Schmuckhändler auch. Die haben manchmal ganz, ganz wenig Gold. Genau, und der kauft eben Magier-Sachen, der kauft normale Sachen. Das ist sehr nice. Das kannst du von mir aus haben. Eisendolch habe ich aufgehoben. Eisenstreitkolben des Funkenschlags, perfekt. Eisgeist-Zähne geben wir ihm jetzt auch mal. Frostbissgift kannst du von mir haben, Glühstaub, goldene Halskette, Hexenrahmenfedern kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, einen Crow kannst du haben, zahlst dir nichts dafür, zack, zack, menschliches Herz, das haben wir noch nicht entdeckt, das müssen wir noch entdecken, das kannst du nicht haben, eine Pfahlwurzel kannst du von mir aus haben. Rolle der Besänftigung. Dann kann er von mir auch die ganzen Gifte haben. Die benutzen wir eh fast nicht. Na gut, die kann er sich nicht mehr leisten. Den silbernen Granat. Ihr wisst, was ich meine. Ah, die Stahlplattenstiefel, die wollte ich noch schon, ob wir die entzaubern können, aber ich glaube, die können wir nicht entzaubern. Warum hatte ich einen Treuschädel? Trank des Blutes 8-mal. Den können wir ihm noch einmal verkaufen. Und dann noch die 4 Tomatoes von mir aus. Und dann dürfte es auch schon gewesen sein. Also gut. Sehr gut. Jetzt müssten wir hier mindestens 45 Gewicht leichter sein, sage ich. Oh, naja, fast. 39. Okay, aber egal, das reicht schon. So viel Loot wird da jetzt nicht sein. Oh, Moment mal, die Festung haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber schnell einen Abgang machen. Hoppala. Hoppla. Ganz leise. So, Armbrust der Blitze. Es wird dann noch ein paar blutige Opfer für mich geben heute Nacht. Keine Wachen? Das ist aber ziemlich nachlässig. Kein Wunder, dass der Anführer nur von 4 Leuten bewacht wurde, wenn die so nachlässig sind. Hier haben sie gar keine Wachen mehr aufgestellt. Oh, da drüben sind ein paar Leute.
Was? Den habe ich wohl nicht richtig getroffen. Mist. Okay, der Typ ist irgendwie resistent. Wow, was geht bei dem ab? Warum hat er so ultra viel Leben? Okay. Der muss eine ziemlich hohe Rüstung anhaben. Hat er nicht eine Fellrüstung? Die ist eigentlich überhaupt nicht stark. Ungewöhnlich. Wir haben sogar den Schleichangriff Doppelbonus bekommen. Das ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich. Na egal. Oh, Eisenerzader. Erstmal Erz abbauen, während da vorne Gegner rumlaufen. Na gut, okay, wir haben auch wieder viele Erze und Stahlbahnen, habe ich gerade schon beim Verkaufen gesehen. Und Bücher haben wir auch wieder ein paar. Natürlich nicht unwichtig. Plus diesen einen Stab der Blitze haben wir auch immer noch. Auch nochmal 8 Gewicht. Ja, ich muss da nicht mal aussortieren wieder. Ich muss sagen, langsam nervt es mich fast ein bisschen, dieses ewige Verkaufen. Am liebsten würde ich die Sachen teilweise einfach gar nicht aufheben, aber bevor ich nächstes Jahr rumschafft habe, brauchen wir das Geld. Und wenn wir uns echt mal ein Haus bauen wollen, dann ist auch nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen Knete hat. Verdammt. Stirb, Feigling. Ihr seid keine Gegner für mich. Verdammt. Okay, ich kann verstehen, warum man Bogenschütze maint. Allerdings würde ich ja Armbrustschütze mainen. Oh Gott, ich bereue jetzt schon den Tag, an dem wir keine Stahlbolzen mehr haben und ich feststelle, dass ich doch lieber der Dämmerwacht beigetreten wäre als... gut, okay, bin ich ja technisch gesehen, aber... Ja, ich hätte lieber der Dämmerwacht Treue schwören sollen als den Vampiren. Aber dann hätten wir auch die ganzen Abenteuer mit Serana nicht erlebt und... Mann, war das für eine Zeit. My boy Serana. Was macht die wohl die ganze Zeit? Tja. Was wohl junge Vampirdamen zu tun? Wir könnten jetzt das ganze Ding absuchen und schauen, ob irgendwo eine Kiste unter Wasser ist. Aber ich muss jetzt echt zugeben, weil jetzt keine so großartige Lust und ich habe irgendwas aufgehoben. Und... Oh, da oben sind Gegner. Hier ist, glaube ich, irgendwo eine Falle. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, da vorne. Die dürfen wir nicht auslösen. Der Tod kommt mit 2 Bolzen. Ihr Loser. Und ihr nennt euch... Gut, wie nennen sie sich? Silberne Hand? Verdammt, ich hab schon wieder irgendeinen Scheiß aufgehoben. Irgendeinen Bogen. Mein Gott, sind das Schwächlinge. Verstecktes verlorenes Messer. Da müssen wir weitergehen. Was ist denn da hinten? Da ist noch ein Gegner gewesen. Betonung liegt auf gewesen. Mein Stahlbolzen, den brauche ich wieder. Oh, verdammt. Was? Oh, du bist der Erste, der mein Antlitz erblicken darf. Das war's schon. Oh, wow, der hat gar nicht mal so wenig Verteidigung. Aber mein Freund, ich bin nicht nur ein unglaublich guter Armbrustschütze. Nein, ich bin auch noch das Drachenbild. Und ein extrem guter Einhandkämpfer. Und bitte leg dich nicht so hin, das ist ziemlich eklig. Ich will nicht zwischen die Beine schauen, Junge. So.
Oh, makellosen Granatstein und makelloser Rubin. Okay, es hat sich gelohnt, hier nochmal runterzugehen. Schon wieder was Unnützes aufgehoben. Verdammt nochmal. Ich habe echt eine schlechte Angewohnheit dafür. Na egal, das muss man dann später wieder alles wegwerfen und verkaufen. Wir haben jetzt eh fast das Level up. Sehr gut. Apropos, wir könnten uns auch mal Steinhaut wieder buffen. Jetzt, wo wir gerade nur die Armbrust benutzen, hauptsächlich. Sieht aus, als würde der Boss wieder loslegen. Wieso? Was macht er denn schon wieder? Wieder mal eine seiner Bösen. Nur, dass er dieses Mal jeden zu einem Duell drüben im Land heraus. Scheiße. Fähigkeit erhöhen, Gesundheit auf 32. Noch einer, der meine Anwesenheit ehren darf. Weil ich zugeben muss, dass die nicht mehr so wenig Leben haben. Wenn man sie nicht gerade mit einer Armbrust von hinten erwischt. Wow! Und jetzt stell dich mal vor, wir hätten Steinhaut nicht gebufft. Dann hätte der uns ziemlich niedrig sogar gemacht. Makelloser Amethyst. Sehr gut. Aber gut, das Problem ist auch, dass die wieder diesen Zusatzschaden gegen Untote haben. Das ist total unfair. Ich will nicht mal ein Vampir sein. Und trotzdem bin ich einer. Na gut, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die nicht dick sein wollen. Und trotzdem sind sie dick. Sehe mich. Wow, es ist ganz schön dunkel jetzt geworden während der Folge. Das ist immer das Problem, wenn man so Let's Plays macht, die so lange gehen. Bei 15 Minuten wären es schon seit 10 Minuten oder schon seit 11 Minuten oder so vorbei. Das ist ja das Problem, wenn man dann länger aufnimmt. Ich beeile mich gerade auch nicht wirklich, was vielleicht auch nicht so gut ist. Oh, ein orkischer Schild, den können wir leider nicht mitnehmen, auch, aber der ist eh nicht so viel wert. Aufs Gewicht gerechnet. Also ich würde ihn schon normalerweise mitnehmen, aber jetzt haben wir gerade leider keinen Platz. Tja, du solltest nicht in deinem Versteck schlafen. Das war dein erster Fehler. Oh, schwere Rüstung verbessert, sehr gut. Brauchen wir zwar überhaupt nicht, aber dadurch leveln wir wenigstens. Ja. Dein Leben zu beenden, das war schon alles, was ich vorhatte. Verdammt richtig. Und was zum Teufel jetzt schon wieder aufgehoben? Verdammt nochmal! Da Jagdbogen weg. Stahlkriegsaxt weg. Okay. Ja gut, ich weiß es nicht. Der Dungeon geht, glaube ich, nicht mehr lange. Sollen wir beenden? Ich glaube fast schon, weil wir werden nächstes Mal sowieso mit der Quest-Reihe weitermachen. Also wir werden so lange weitermachen, bis wir die silberne Hand ausgerottet haben und alle Teile von der Waffe haben, die wir für Iskramos Grab brauchen. Und das heißt, es wird jetzt eh alles zusammenhängen. Das heißt, es ist jetzt, denke ich mal, nicht schlimm, dass ich jetzt hier aufhöre. Aber die Lichtverhältnisse sind gerade eh nicht mehr so optimal. Es ist aber, schaut mal raus, es ist gar nicht so dunkel. Das Problem ist halt, das Fenster ist halt die einzige Lichtquelle und dann das andere ist halt dunkel, bis auf den Bildschirm, weil der auch gerade ziemlich dunkel ist, weil wir in der Höhle sind. Deswegen, ja, ist es wohl besser, wenn wir jetzt hier einfach Cut machen. Und beim nächsten Mal mit besseren Lichtverhältnissen geht's dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.